Liebe Freunde des Rechts, wir müssen reden. Es kann doch nicht so weitergehen. Die Gesellschaft ist gespalten in Geimpfte, in Ungeimpfte. Den einen wollen wir Zwänge aufbürden, die anderen sagen, das sind Systemschafe, die Unsolidarischen, die Tyrannei, die genveränderten Idioten. Auf Twitter war neulich die Frage, wie soll man eigentlich die ganzen Idioten wieder resozialisieren? Ach, braucht man gar nicht, das geht gerade weiter bis zur nächsten Pandemie oder dem nächsten Problem. Wenn wir jemals wieder zusammenhalten wollen, müssten wir auch bereit sein, anzuerkennen, dass man nicht immer die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, dass es nicht nur eine einzige Wahrheit in dieser Pandemie gab. Und da sollten wir vielleicht einmal anfangen, jeder bei sich und nicht beim anderen. Da kann man natürlich ganz, ganz viel finden, was der Falsches getan und gesagt hat. Aber betrachten wir doch mal jetzt als Geimpfte, denn die meisten Anhänger vielleicht auf diesem Kanal sind eher im Lager Vorsicht und vielleicht womöglich sogar geimpft. Wir haben uns doch in den letzten Monaten auch schon einige Male geirrt. Unsere Kommunikation ist darauf ausgerichtet, möglichst einfach die Botschaft zu transportieren, Impfung ist die einzige Lösung. Impfung ist Wissenschaft und damit Vernunft. Aber wir müssten vielleicht auch anerkennen, dass es auch Ungeimpfte gibt, die Gründe hatten. Ja, nachvollziehbare Gründe, auch irrationale Gründe natürlich, aber es gibt auch Menschen, die erklären können, warum sie sich nicht impfen lassen wollen. Und jetzt betrachten wir mal, sind sie deswegen unsolidarische Tyrannen? Da sollte man jedenfalls mal einzeln betrachten und auch eben schauen, wo haben wir uns denn geirrt? Zum Beispiel, was die Prognose für diesen Winter betrifft. Natürlich gab es die Virologen, die schon früh im Sommer gesagt haben, es geht so nicht weiter, wir werden einen tollen Sommer haben, aber wenn wir es nicht schaffen, und da haben wir sehr lange auf das Prinzip Hoffnung gesetzt, die Impfquoten hochzubringen, dann hatten wir eigentlich gedacht, wir könnten vielleicht doch durch diesen Winter durchkommen. Und wir hatten auch gedacht, dass die Impfungen, ehrlich gesagt, ein bisschen besser funktionieren würden. Ja, ich weiß, ihr sagt alle, nein, nein, wir hatten nie gesagt, dass die Impfungen vor etwas anderem als schweren Verlauf schützen. Aber sterile Immunität, erinnert ihr euch noch an den Begriff? Da haben wir schon dran gedacht, dass das passieren könnte. Ich weiß noch, dass wir die ganzen juristischen Diskussionen für die Lockerungen für Geimpfte auch daran festgemacht haben, dass von Geimpften vielleicht kein Risiko mehr ausgeht. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, könnten die Ungeimpften nicht recht haben, wenn sie sagen, dass auch die Geimpften ein Risiko sind? Wie groß ist es? Geimpfte infizieren sich seltener, nach wie vor. Sie husten weniger, scheiden damit vielleicht weniger Virus aus, haben aber eine hohe Viruslast und testen sich seltener. Außerdem haben sie viele Kontakte, können in Clubs gehen und alles Mögliche im öffentlichen Leben machen. Die Inzidenz der Geimpften ist viel, viel niedriger, ein Zehntel. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass sie nicht so häufig getestet sind. Macht das wirklich einen so großen Unterschied und bräuchte es nicht tatsächlich eine Gleichheit? Wobei, wir müssten natürlich sehen, Gleichheit nach Artikel 3 Grundgesetz würde natürlich bedeuten, dass die Lockdown-Maßnahmen für alle gelten würden. Denn eine Gleichheit im Sinne von, wir machen alles auf und schlagen alle Vorsichtsmaßnahmen in den Wind, die wird wohl nicht an Artikel 3, aber an anderen Grundsätzen in der Verfassung scheitern. Aber es gibt ja auch Ungeimpfte, die nicht Querdenker oder Nazis sind und auch nicht alle Querdenker sind unbedingt Nazis. Es gibt ja auch vorsichtige Ungeimpfte, sogar Leute, die richtig Angst vor der Erkrankung haben. Und dann gibt es eben Leute, die haben plausible Gründe, warum sie sich nicht impfen lassen. Zum Beispiel junge Leute, die sagen, ich habe keinen schweren Verlauf, ich habe keine Lust auf die Impfung, dann tut mir der Arm weh, ich lasse mich erstmal nicht impfen. Und da müssen wir auch mal zugeben, dass natürlich das Alter eine große Rolle spielt, Alter und Vorerkrankungen. Viel mehr als bei Influenza spielt bei Covid-19 das Alter eine Rolle. Christian Drosten sagte schon letztes Mal, es korreliert anscheinend mit nichts anderem als dem Alter. Weil natürlich auch andere Aspekte mit dem Alter wiederum korrelieren. Und da kann man zwar sagen, dass auf den Intensivstationen jetzt immer mehr junge Leute zu sehen sind, aber das liegt natürlich auch daran, weil wir eine immer höhere Inzidenz haben. Es ist nicht so, dass trotz Delta jetzt auf einmal sich dieser Effekt verdreht hat. Wer 20 Jahre alt ist, die 10 Kilometer in 45 Minuten laufen kann, kann durchaus hoffen, dass er einen milden Verlauf, womöglich symptomlosen Verlauf hat. Und da könnte er durchaus sagen, naja, da sind mir die Nebenwirkungen oder Impfreaktionen lästiger als jetzt die Erkrankung. Allerdings ist das ein Argument, was man nicht bringen sollte, wenn man nicht 25 und topfit ist. Selbst wenn man Zink und Vitamin D und was weiß ich was alles einwirft. Denn was wir natürlich wissen ist,
dass für alle Leute über 45, 50, 60, das ist ja linear verlaufend, das Risiko für schwere Verläufe oder Long-Covid erheblich steigt. Long-Covid kann es auch bei jungen Leuten mittlerweile geben, wissen wir. Aber natürlich kann man auch sagen, das ist ein Restrisiko, was ich eben in Kauf nehme. Und das ist eine individuelle Risikoentscheidung. Andere Leute haben gesagt, ich habe zwar ein Risiko, weil ich zum Beispiel eine Vorerkrankung habe oder Übergewicht oder dergleichen, aber ich konnte mich bisher gut schützen, indem ich einfach weniger unter Leute gegangen bin. Und das war auch eine plausible Strategie bis vor kurzem. Jetzt muss man natürlich sagen, dass bei den jetzigen Inzidenzen man nicht mehr ernsthaft damit rechnen kann, dass man durch den Winter kommt, ohne das Virus mal zu sehen. Das gilt für die Geimpften wie die Ungeimpften. Wer darauf setzt, dass er durch Vorsichtsmaßnahmen des Staates, durch niedrige Inzidenz geschützt sein wird, der sollte nochmal nachdenken. Der weiß im Grunde genommen auch, dass es ihn irgendwann in diesem Winter erwischen wird. Kommt ein wenig darauf an, welche Maßnahmen tatsächlich noch ergriffen werden. Aber so wie es momentan läuft, wenn sich die gesamte Bevölkerung, also von der Bevölkerung jede Woche 1-2% infizieren und dieser Prozentsatz auch exponentiell weiter steigt, dann wird sich wohl mehr als die Hälfte der Bevölkerung in diesem Winter irgendwann früher oder später infizieren. Dann muss man sich eben überlegen, gehöre ich zu denen, die sagen, ist mir völlig egal, kann mir nichts anhaben. Man kann aber auch sagen, ich weiß, dass ich wahrscheinlich ein Risiko habe. Ich habe trotzdem keine Lust auf eine Impfung. Nicht, weil ich die Nebenwirkungen der Impfungen schlimmer finde, sondern weil ich halt einfach keine Lust habe und weil ich das Risiko aus anderen Gründen in Kauf nehme, weil ich eben nicht so sehr am Leben hänge. Und da wäre es auch plausibel zu sagen, wenn wir über Solidarität sprechen, dass man zum Beispiel eine Patientenverfügung unterschreibt, in der man sagt, ich möchte auch keinem anderen ein Intensivbett streitig machen. Ohnehin haben Corona-Patienten eine schlechtere Chance bei einer Triage, weil die Überlebenswahrscheinlichkeiten niedriger sind als beim Krebspatienten oder bei dem Unfallopfer, der auf die Intensivstation eingeliefert wird. Aber wenn wir jetzt mit dem Argument kommen, es ist doch unsolidarisch, sich nicht impfen zu lassen, dann sollte man vielleicht auch sehen, nicht zwingend bedeutet, ungeimpft zu sein, auch unsolidarisch zu sein. Das hängt nämlich davon ab, ob man dann auch in Anspruch nimmt, die Vollversorgung zu bekommen. Und darüber kann jeder, der sich nicht impfen lässt, tatsächlich einmal nachdenken, was er in seine Patientenverfügung reinschreibt. Ganz häufig steht schon jetzt in den Patientenverfügungen drin, dass Beatmung, also invasive Beatmung, gar nicht gewünscht ist. Da sollte man vielleicht mal nachgucken, wenn man das doch haben möchte. Und das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, um darüber nachzudenken. Bin ich wirklich bereit, das in Kauf zu nehmen? Bin ich bereit, diese aktive Entscheidung zu treffen? Ich verzichte darauf, in einem Extremfall invasive Beatmung in Anspruch zu nehmen. Entweder, weil ich es unterschreibe oder weil ich in Kauf nehme, dass sie für mich vielleicht gar nicht zur Verfügung stehen wird. Und das ist dann auch eine plausible Entscheidung. Und dann kann man jemanden auch nicht vorwerfen, dass er unsolidarisch ist, wenn er sich dafür entscheidet, auf solch eine Behandlung zu verzichten. Könnte helfen, dazu eine aktive Entscheidung zu treffen. Es gibt viele andere Gründe natürlich, warum man sich gegen eine Impfung entscheidet. Viele davon sind tatsächlich irrational. Und das wissen viele Leute auch. Wir wissen, dass Langzeitfolgen eben typischerweise deswegen nach langer Zeit auftreten, weil man dann eine große Anzahl von Personen gesehen hat, die mit dem Impfstoff in Berührung gekommen sind. Deswegen können wir ziemlich gut abschätzen, was es wohl an Folgen durch diese Impfstoffe geben wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt etwas komplett Neues kommt, ist ziemlich niedrig. Und wir reden hier von Wahrscheinlichkeiten, sowohl wenn wir sagen, was passiert, wenn ich die Infektion bekomme, als auch, was kann mir passieren, wenn ich die Impfung durchmache. In diesem Sinne wünsche ich jedem, dass er drüber nachdenkt, auch den Geimpften, was sie vielleicht überdenken können, wie sie Menschen beurteilen, und auch den Ungeimpften, wie sie über die Geimpften denken und wie sie ihre Entscheidungen für sich selbst treffen. In diesem Sinne, bleibt gesund, trefft kluge Entscheidungen. Bis dann.